dann ist das Ding blitzartig von da weggegangen. Und dann hat das Ganze angefangen, diese Kreis zu machen. Ich hatte schon, als ich rauskomme, ein komisches Gefühl, ja? Das, genau da bewegt sich das Ganze. Macht das über unseren Gebietskreis. Man müsste eigentlich Garten gucken, vielleicht sieht man das da noch. Hörst du das Geräusch? Meinst du, es kommt davon? Von unserer Schule da hinten. Mhm. Ah, hier. Oh, das sieht irgendwie nicht wie ein UV, das sieht so wie ein Geist aus, Alter. Ghost Corn Tape. Ah, da ist noch, da war ein zweites gerade. Ja? Ja. Scheint so. Ich habe eine ganz kurze Frage, Leute. Seht ihr dieses Objekt? Da oben, was sich so komisch bewegt, da vorne, das kommt gleich raus. Das ist Skybeam, ja. Das ist ein Licht. Was ist das? Ist das ein Licht? Ja, das ist schon seit Tagen da. Seit ein paar Tagen ist das irgendwie so ein Scheinwerfer. Ein Scheinwerfer? Aber wie verhält sich ein Scheinwerfer so? Na, das sind so Dinge, die hast du häufig irgendwie bei, weiß nicht, Großveranstaltungen eigentlich. Großveranstaltungen. Irgendwie mal so vor so einer Halle stehen. Keine Ahnung, was die hier macht. Das ist die Frage so, weil es gibt ja keine Großveranstaltung. Nee, also, definitiv bei Corona nicht. Im Kreis von 5 Kilometer weiß ich nicht, dass hier eine Veranstaltung gibt. Na, ach Quatsch, auch. Ist aber schon seit Tagen da. Seit Tagen sagen, ist das schon da. Ich sehe bei mir vom Balkon aus und ist irgendwie seit ein paar Tagen da. Weil das Ding war vorhin, das war in diesem Bereich dort, wo das weiße Ding ist und dann hat es... Seht ihr das andere Licht da? Das hat sich sehr schnell bewegt. Ja, da vorne ist er wieder ein bisschen... Genau, das sind zwei Stück. Und gerade war da war sogar noch ein kleines, was ich auch so noch mal... Also das ist wirklich... Komisch, ne? Ich weiß aber auch nicht, wo die Dinger stehen, aber irgendwo haben sie... Ja. Okay. Sieht nach Innenstadt aus. Vielleicht am U oder so. Oder das vielleicht ein UFO. Am U oder so. Schönen Abend noch. Ja, euch auch. Jo, dann ciao. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das was für das U ist. Ich glaube nicht. Weil dann würde man den Lichtstrahl sehen. Wie oft haben wir diese Scheinwerfer gesehen? Ja. Bei Conninghaus damals und so. Man sieht doch diesen Strahl.